Der Sound kam gerade voll nicht zu früh. Egal, damit herzlich willkommen allerseits zur nächsten Folge von Tomb Raider 1 im nächsten Level. Wir haben in der letzten Folge St. Francis Folly beendet und sind jetzt im Kolosseum. Also so heißt das Level. Im Kolosseum sind wir noch nicht, da müssen wir uns erstmal hineinbewegen. Und hier ist ein Krokodil. Das weiß ich doch noch sehr gut. So, da kann ich auch mal speichern, um euch auch zu zeigen, wie das Level auf Englisch heißt. Ich glaube, das heißt einfach nur Kolosseum, genau. Wie ich es halt wusste. Okay, dieses Level ist auch wieder einer der unvergesslichen, ganz besonderen... Ich weiß, das sage ich irgendwie in letzter Zeit in jeder Folge, aber ist halt irgendwie wirklich so, ne? So, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal diese geile Waffe hier ausrüsten. Denn da kommen Löwen. Löwen, da. Du hast gerade gezielt. So, hier drüben müsste noch einer sein. Den machen wir erstmal kalt, bevor der uns von hinten überrascht und ich wieder losschreien muss. Weil ich ja so Angst habe vor Löwen in diesem Spiel. Nein. So. Das hier ist auf jeden Fall ein Blindgang. Man geht da lang und schwuppdiwupp ist da auf einmal ein Löwe aufgetaucht. Scheiße, der soll jetzt mal in mein Visier kommen. Okay, die Waffe ist richtig geil. Hier kommen wir noch nicht rein, wie man sieht. Da ist auch der Hebel, womit man das Ding hier aufmacht, aber... Ja, da kommen wir von hier nicht ran, da... werden wir auch, wenn wir diesen Hebel betätigt haben, nicht viel mit dieser Tür anfangen können. Das ist einfach nur so ein Hintereingang. Hier ist alles zugeschüttet worden. Beziehungsweise das hier ist der Vordereingang des Kolosseums wahrscheinlich. Und wir müssen uns einen anderen Weg finden, weil man von hier irgendwie gar nicht da reinkommt. Jetzt frage ich mich natürlich, ob hier überall... in dieser riesigen Gegend noch was zu finden ist. Ich denke aber mal nicht. Das hätte sonst im Lösungsbuch gestanden, wa? Ja, ich habe das Tomb Raider 1 Lösungsbuch eigentlich schon fast durchgelesen früher. Wenn ich das hier gerade spiele. Ich habe eigentlich von allen alten Klassikerteilen die Lösungsbücher. Ich müsste die vielleicht auch irgendwann mal alle lesen, ne? So, da ging es nach oben, aber ich werde jetzt erstmal hier langlaufen. Ich glaube, von hier kann man sich auch das erste Geheimnis holen, oder? Nee, das konnte man sich von oben holen. Naja, auch egal, denn hier ist ein großes Medipack versteckt. Das will ich auch haben. Jawohl. Und wenn wir gleich ins Kolosseum kommen, dann werdet ihr sehen, warum dieses Level so unvergesslich und geil ist. Das sieht schon Hammer aus, ne? Also... ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber Tomb Raider 1 ist ganz schön bekannt geworden für die geile Grafik für damals. Und ja, das Kolosseum unterstreicht das Ganze auch nochmal so ein ganzes Stückchen, denn ist halt wirklich geil gemacht. So, da wollen wir nicht runterfallen. So bestenfalls, ne? So, da geht's lang, aber da will ich noch nicht rein, denn... Da ist so eine Höhle. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Speichern, weil ich kenne mich doch. Ich werde hier jetzt volle Kanne runterrutschen. Zumindest wäre ich gerutscht. Scheiße, okay, das hatte ich vergessen. Das ist aber gut gelaufen. Zumindest wäre ich runtergerutscht, hätte ich nicht gespeichert. Scheiße, das war... ich dachte, da würde sie draufstehen können. Ja, Lara kann nach wie vor keine Rückwärtsrolle, Luftrolle. Okay, müssen wir halt neu laden. Ich habe in letzter Zeit so viele Lady Gaga-Lieder im Kopf. Ich weiß nicht warum. Ja, womöglich, weil sie ganz dope ist. Nein, ich habe halt ihre ganz alten, geilen Lieder erst sehr, sehr spät discovered. Deswegen höre ich die mir jetzt erst an. Ja, egal. So, ich glaube, man soll hier von hier gar nicht da hochkommen. Aber ich hatte das irgendwie geschafft. Ah, oder doch.
Vielleicht habe ich auch gerade Scheiße gelabert und man kommt von hier ganz einfach darüber. Lara, ich wollte nicht deinen Schritt sehen. Ich wollte darüber blicken. Nee, das sieht nicht so aus, als könne man da noch irgendwo hin. Okay, wir wollen ja auch nicht übertreiben. Das, was wir hier finden, reicht uns. Deswegen springen wir zurück. Ich hätte da drauf springen sollen, oder? Ah, nee. Hier kann sie doch auch stehen. Ah, sie kann sogar hier stehen. Okay. Ja, diese 4:3-Grafik, an die muss ich mich halt echt noch gewöhnen. Ja, ich höre schon die grunzenden Viecher da unten. Kumpelinchens, dann lasst euch auch mal blicken. Ah, sie hat gerade gezielt. Ach, komm. So. Das ist mein Medipack, damit das mal klar ist. Ihr mögt das vielleicht zuerst gefunden haben, aber Core Design hat das für mich hierhin platziert. Warte, ist da in der Krokodilhöhle noch was drin? Ah, ich sehe nichts. Ja gut, dann wird da nichts drin sein. Hier ist jetzt etwas, was irgendwie total banal ist und wo man echt einfach drauf kommt. Ich rede nicht einfach nur von der Hangelspalte hier, sondern... Ja, ihr werdet es hier gleich sehen. Da ist so ein größerer Spalt. Da kann man natürlich auch reinklettern und dann... Ring. Stellt es sich heraus, dass das ein Geheimnis ist. Das ist doch das Offensichtlichste, was man hier finden kann. Ja, die dunkle Ecke, hier habe ich noch nie irgendwas erkennen können auf meiner dunklen Grafik. Aber egal, dann wird da auch nichts sein. Hangeln wir uns weiter bis zum Ende und Waffe ziehen. Wer weiß, ob hier nicht irgendwo Löwen von der Decke runterfallen können. Ich spiele hier gerade an irgendwelche Custom-Level an. Es gibt welche Custom-Level, da gibt es diesen Bug, wo sich Tiere in Gegenstände reinbacken und dann fallen die irgendwann von der Decke runter. Ja, das ist übrigens der Vordereingang, den haben wir jetzt aufgemacht. Der bringt uns jetzt nichts, weil man muss eh nie wieder zurück. So, jetzt speichere ich hier an dieser ganz besonderen Stelle und Leute, das ist das epische Kolosseum. Warte, wir gehen ganz episch und langsam drauf zu. Und jetzt schaut euch einfach mal diese geile Gegend an, wie Hammer das aussieht. Okay, man erkennt nicht wirklich was wegen dem ganzen Schwarzen im Hintergrund. Ja, da laufen auf jeden Fall jede Menge Tiere rum. Ist ja klar, dass du mir meinen Moment kaputt machen musst, du Penner. Das war übrigens wieder Pierre und der ist jetzt wieder verschwunden, ne? Ja. Also Leute, was gibt es hier so alles zu sehen? Es gibt in den vier Ecken des Kolosseums, also da, da, da und da, gibt es Räume, die wir öffnen können und wo irgendwelche Rätselräume dahinter sind, die wir lösen müssen. Ja, aber dafür müssen wir erstmal darunter in das Loch da, glaube ich, um die erste Tür zu öffnen. Dann ist da ganz hinten, also jetzt hier geradeaus vor uns, ich mache mal so seitlich, damit man das besser sehen kann, ist eine höhere Ebene. Das ist wohl die Kabine, wo der Herrscher des Ganzen hier im Kolosseum zuguckt. Ja, Gladiatorenkämpfe und so. Lara kann sich jetzt auch gleich mal in einen Gladiatorenkampf begeben. Ich weiß gerade nicht, spontan nicht, was ich als erstes machen soll. Ich glaube, ich bringe jetzt einfach da runter zu den Gegnern. Da habe ich gerade gesehen, habe ich nur noch einen Schuss. Das lohnt sich nicht, deswegen Pistole. So. Da war ein Affe. Und jetzt sind hier jede Menge Löwen. Aber wir haben hier ja genug Platz zum Kämpfen, ne? Lara, du müsstest dich eigentlich erstmal einölen, weil ich habe gehört, weil wir mal in der 12. beim Abschlussfahrt, das war in Kroatien übrigens, irgendwo in einem alten, also auch wieder irgendein altes Kolosseum-Ding besucht haben und da haben auch Gladiatorenkämpfe früher stattgefunden und ich habe halt zugehört und gelernt, dass
dass man sich da eingeölt hat, um muskulöser auszusehen. Also Lara, mach mal. Ne. So, da ist noch ein Löwe. Ja, komm. Mach halblang jetzt, wenn das dann auch erledigt wäre. Können wir feststellen, dass wir nicht darunter springen sollen, können, tun, wollen, werden, Dingsi-Bumsi. Das Tor ist zu. Okay. Laufen wir erstmal darunter. Ich fand das früher auch damals so episch mit dieser riesigen Gegend und habe wirklich alles haargenau abgesucht hier, was sich dann nachher als unnötig erwiesen hat, weil es gibt hier einfach nichts. Ich bin hier falsch, verdammt. Ja, ich erinnere mich. Ich musste erstmal da runterrutschen. Da. Liebe Leute hier im Kolosseum, ich bin die Besucherin aus England. Tut mir nichts, ich will hier nur ein bisschen Sightseeing betreiben. Ach du Kacke, da ist ja noch einer. Ja, an dieser Stelle nutze ich immer diesen Trick aus, dass ich so gegen die Wand springe und währenddessen die Löwen abschieße. Das klappt sehr gut. Also an alle Tomb Raider-Noobies da draußen. Ich bin ja nicht selber einer, ja, eigentlich. Ach, keine Ahnung. Ich kann das nicht selber beurteilen. So, da hat sich auf jeden Fall die Tür geöffnet, die wir gerade eben gesehen haben. Und hier in den ganzen Käfigen ist niemand mehr drin. Dann gehen wir auch schon raus. Irgendwie schon gemein, ne? Dass man hier einfach Löwen auf Menschen gehetzt hat damals, offenbar. Voll die Assis hier. Oh, und jetzt sind hier einfach mal drei Löwen aufgetaucht. Lara, du sollst den Löwen abschießen, der vor dir ist. Ey! Wo zielt sie bitte hin? Hier auch voll der geile Trick, einfach über den Abgrund rumzuspringen die ganze Zeit. Das wird hier noch ein richtiges Leichenschauhaus hier mit den ganzen Löwen. Mach dir doch mal draußen einen richtig geilen, warmen Pelz, Lara. Naja, die Frau scheint ja sowieso nie zu frieren. Hat man ja schon in Tomb Raider 2 in Tibet gesehen. So, hier ist eins der kompliziertesten Stellen des ganzen Spiels, vielleicht würde ich mal behaupten. Nein, in Palast des Midas fällt mir eine viel bessere Stelle ein. Ist aber nicht ohne diese Stelle, vor allem wenn man das als erstes spielt. So. Und zwar ist hier ein Zeitschalter, wo man drauf steppen muss und dann öffnen sich hier die zwei Tore für gewisse Zeit. Ich bin erstmal hier reingegangen, weil ich das Medipack aufheben will, bevor ich mich hier an das Zeitspiel ranmache. Jetzt hoffe ich, dass ich da rechtzeitig reinkomme. Ja. Hier ist nichts drin. Okay. Gut, wir wissen auf jeden Fall, wie rum wir das machen müssen.